Damit herzlich willkommen zum Playtest von Mecha Break. Was ist Mecha Break? Mecha Break ist ein Multiplayer-Spiel, in dem man aus verschiedenen Mechs wählen kann. Man kann sie sehr, sehr stark customizen, das sehen wir auch später nochmal kurz im Video, sei es das Aussehen der Mechs, die Farbe, die Waffen können wir einstellen, wir können dazu auch noch weitere Verbesserungen den Mechs hinzufügen. Ansonsten ist Mecha Break ein klassisches Multiplayer-Spiel, in dem wir aus 3 gegen 3 oder 6 gegen 6 Missionen auswählen können. Es gibt sowas wie Capture the Flag, Stellung halten und noch, man kennt es eventuell aus Overwatch, wo man diese Vorräte beschützt und mit denen mitlaufen muss. Und es soll auch später noch ein Battle Royale Modus da hinzukommen, den gab es jetzt im Playtest leider noch nicht, liebe Freunde. Da spielt man mit 60 Mechs auf einer Karte und der Letzte, der überlebt, hat dann halt gewonnen. Wir können uns auch beim Mech unsere Waffen einmal genauer anschauen und mit einem Klick auf die rechte Maustaste können wir uns anzeigen lassen, was die Waffe denn macht, wie sie funktioniert. Das bekommen wir dann nochmal in einem Video gezeigt. Wir können auch weiterhin unseren Piloten anpassen und auch pro Mech haben wir verschiedene Herausforderungen. Man sieht es hier gerade. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, die wir mit denen erledigen müssen und bekommen dann dazu auch sogenannte Versorgungskisten. Die beinhalten dann natürlich weitere Items, die wir benötigen, um unseren Mech zu verbessern. Und ja, viel mehr gibt es dazu aktuell noch nicht zu sagen. Registriert euch gerne für den Playtest. Der läuft noch bis zum 13.08. und dann habt ihr hier noch ein bisschen Gameplay. Victory!